Zuschauer. Wir sind jetzt bei zwei riesigen Plakaten, die für mächtig Ärger sorgen. Und die hat nicht irgendjemand sich ausgedacht und aufhängen lassen, sondern die Kirche. Eine Baptistengemeinde ist das in Gummersbach. Ein Hinweis auf Jesus, bei dem viele sagen, oh Gott. Auch die Impfung rettet dich nicht vom Tod, aber Jesus. Es ist ein fragwürdiger Slogan, der Gummersbach seit einigen Wochen in Aufruhr versetzt und die Initiatoren während unseres Drehs heute in Erklärungsnot bringt. Es war nicht das Ziel, also der Wunsch, irgendeine Kampagne gegen das Impfen zu starten. Das zu glauben, fällt den Gummersbachern schwer. Dort, wo die Inzidenz seit Wochen so hoch wie nirgends sonst im Kreis ist, dort, wo die Behörden mit vielen Kampagnen gegen jede Infektion kämpfen. Die impfkritische Anzeige an einer stark befahrenen Straße, sie kommt bei der Stadt überhaupt nicht gut an. Wir nehmen wahr, dass ein solcher Spruch, der die Impfung in, sagen wir mal, zumindest ein fragwürdiges Licht rückt, unser aller Bemühungen im Kampf gegen die Pandemie völlig konterkariert. Und abgesehen davon empfinden wir einen solchen Spruch auch als Verhöhnung all der Menschen, die an Covid-19 verstorben sind und natürlich auch der Hinterbliebenen, die um einen geliebten Menschen trauern. Die Gemeinde habe die Corona-Regeln zuletzt häufiger fragwürdig kreativ interpretiert, erfahren wir aus dem Umfeld. Wollen hier also Impfgegner ihre Botschaft verbreiten? Oder warum die polemische Äußerung übers Impfen? Nachfrage beim Pastor der Baptistengemeinde. Das Ziel war vielmehr auf das eine, auf das Wahre, auf das, was auch nach Corona immer noch ja, da ist, darauf hinzuweisen. Aber dafür ja, nehmen Sie die das, Impfung? Ja genau, dass wir die Impfung genommen haben. Man will ja ein Plakat gestalten, das da nicht, also wo nicht nur einfach viel Text drauf ist und wo alles ja vollgeschrieben ist und wo es keiner sieht, sondern etwas, was auch ansprechend ist, also auch fürs Auge, also wo man es sieht und sich auch Gedanken drüber macht. Wie gesagt, leider ist es in die falsche Richtung gegangen, also das war nicht das Ziel. Das Plakat hat die Gemeinde entfernt. Nur noch Jesus und ein Bibelvers sind von der jüngsten fragwürdigen Aktion einer Freikirche übrig. Und davon gab es einige. Vollbesetzte Gottesdienste, Missachtung von Abstands- oder Hygieneregeln und in der Folge oft Corona-Ausbrüche. Wenn Wissenschaft und strenger Glaube aufeinandertreffen, beschäftigt sich Religionswissenschaftler Martin Fritz mit dem Ergebnis. Und das kann dann auch von manchen, nicht von vielen, von manchen auch gegen die Impfung eingewandt werden. Auch die Impfung rettet dich nicht vom Tod. In Zeiten angestrebter Herdenimmunität möglicherweise eine falsche Botschaft der christlichen Idee.